Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In unserem Israel-Magazin geht es heute um Mord und Drogengeschäfte. Nein, Sie sind schon richtig, das ist nicht der Tatort aus Tel Aviv, sondern wie gewohnt Fokus Jerusalem. Aber spannend geht es auch bei uns zu. Das sehen Sie in den nächsten Minuten. Kommissar Rosenthal ermittelt. Ein Besuch bei der Autorin Katharina Höftmann. Der Drogenladen. Ein Besuch in der Ausgabestelle für medizinisches Cannabis. Die Berufung. Ein Besuch beim Theologen Johannes Gerloff, der heute eine Reihe neuer biblischer Impulse startet. Spannend können auch die Nachrichten sein. Aus Israel gibt es immer etwas zu berichten, wie unser Blick auf die wichtigsten aktuellen Schlagzeilen zeigt. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer sich für einen Boykott Israels stark macht, darf in Zukunft nicht mehr ins Heilige Land einreisen. Das Ministerium für strategische Angelegenheiten und innere Sicherheit hat eine Liste von Boykottorganisationen veröffentlicht. Darauf stehen 20 Einrichtungen aus aller Welt, die kontinuierlich gegen den Staat Israel vorgehen, darunter die deutsche BDS-Kampagne. Laut Minister Erdan wird es auch bekannten Persönlichkeiten, die zu einem Boykott gegen Israel aufrufen, künftig nicht mehr erlaubt, in Israel einzureisen. In Jerusalem ist ein 2700 Jahre alter Siegelabdruck gefunden worden. Dieser widerlegt die palästinensische Behauptung, dass es zur Zeit des ersten Tempels keine jüdische Herrschaft am Tempelberg gegeben habe. Seine hebräische Inschrift, dem Gouverneur der Stadt gehörend, bestätigt, dass es zur Zeit des Salomonischen Tempels eine jüdische Herrschaftsform in Jerusalem gab. Sie kam dem heutigen Bürgermeisteramt sehr nahe, so die israelische Altertumsbehörde. Auch in der Bibel wird das Amt des Bürgermeisters erwähnt. Der archäologische Fund unterstützt die biblische Darstellung. Im vergangenen Jahr haben 3,6 Millionen Menschen Israel besucht. Das ist im Vergleich zum Jahr 2016 ein Zuwachs von 700.000. Diese Zahlen hat das israelische Tourismusministerium bekannt gegeben. Demnach stieg die Zahl der chinesischen Besucher 2016 um 46% an. Die meisten Touristen kamen aus den USA, Russland, Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Das Heilige Land ist im deutschsprachigen Raum gefragt wie nie. Im vergangenen Jahr reisten knapp 275.000 Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Israel. Das sind 30% mehr als im Vorjahr. Christen aus aller Welt werden zum 70. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung Israels in Jerusalem erwartet. Eine besondere Aktion ist der Marsch der Nationen. Nach Angaben der Veranstalter geht es darum, zusammen mit Vertretern der israelischen Regierung und Christen aus aller Welt Holocaust-Überlebende zu ehren. Die Teilnehmer wollen ein Zeichen der Solidarität und der Freundschaft mit Israel setzen. Höhepunkt ist nach Veranstalterangaben ein Marsch durch die Altstadt Jerusalems. Außerdem gibt es eine Konferenz mit prominenten Rednern und ein Open-Air-Festival mit moderner Musik am Berg Zion. Ein Wintersturm hat über dem Heiligen Land getobt. Die Sturmböen erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern. Im Mittelmeer wurden bis zu 10 Meter hohe Wellen gesichtet. Sandbarrieren wurden aufgebaut, um die Uferpromenaden zu schützen. Nahezu im ganzen Land gab es ergiebige Regenfälle. Der Wasserpegel des Sees Genezareth stieg um 7,5 Zentimeter an. Die heftigen Regenfälle führten stellenweise zu schweren Überflutungen. Zu dem Wetter hieß es im Radio, das passiere, wenn man zu sehr für Regen bete. Unter Leitung der Oberrabbiner hatten tausende Juden an der sogenannten Klagemauer um Niederschläge gefleht. Wir bleiben beim Wetter. Das Tiefdruckgebiet ist vorübergezogen. In Jerusalem liegen die Temperaturen bei Sonnenschein um 15 Grad. In Eilat am Roten Meer klettert das Thermometer sogar auf bis zu 25 Grad. Das waren die Nachrichten für diese Woche. Tagesaktuelle Meldungen finden Sie auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut. Kommissar Asaf Rosenthal steckt in Schwierigkeiten. Er hat den Fall einer toten Frau in einem schäbigen Hotelzimmer zu klären. Er muss zum Reservedienst und er ist unglücklich verliebt. Die Spuren führen den Ermittler ins Umfeld zweier Mafia-Familien. Asaf Rosenthal muss in den dunklen Gassen des Hafenviertels von Jaffo ermitteln.
Dunkle Gassen am Hafen von Jaffa. Hier ermittelt Kommissar Asaf Rosenthal. In den verwinkelten Straßen der uralten Stadt sucht er in üblen Vierteln nach Mördern und gerät in Lebensgefahr. Spannung pur. Allerdings nicht im wahren Leben. Rosenthal ist eine Romanfigur der deutschen Schriftstellerin Katharina Höftmann. 3 Kriminalromane um Kommissar Asaf Rosenthal hat die Autorin bislang veröffentlicht. Ich glaube, dass der Asaf Rosenthal ist auf jeden Fall. Mich hat mal jemand in einem Interview gefragt, ob ich heimlich in ihn verliebt bin. Und das stimmt bestimmt, weil es ist ein bisschen natürlich mein Mann, muss man sagen, weil das ist der Mensch, den ich am besten kenne von allen Israelis. Und ich bin der Meinung, man sollte immer auch über das schreiben, was man kennt. Und dann aber eben auch Lokalkolorit einfließen zu lassen. Also welche Straßen, welche Bars, welche Cafés. Bei Tote Kameraden sind es auch 4 Landschaften, die irgendwo eine Rolle spielen. Die Wüste, die Berge um Jerusalem herum. Katharina Höftmann wuchs in Deutschland auf. Das Leben führte die gebürtige Rostockerin vor einigen Jahren nach Israel. Also ich habe eine kleine Zwischenstation in Berlin gemacht, wo ich studiert habe. Und habe während des Studiums eine Reise nach Indien gemacht, wo ich meinen heutigen Mann, jetzigen Mann, kennengelernt habe, der ein Israeli ist. Und bin daher mehr oder weniger eigentlich aus dem schönsten Grund, den man so haben kann, nach Israel gekommen, nämlich der Liebe wegen. Aber auch, um hier zu arbeiten. Ich bin mit einem Journalistenstipendium der Studienstiftung hierher gekommen und hatte dann gleich die Chance, irgendwie auch was zu machen und nicht erstmal mich nur zu orientieren, sondern gleich das in Israel Leben auch tatsächlich in Arbeit umzusetzen. Als junge Journalistin hat sie den Blog Guten Morgen Tel Aviv begonnen. Mit einem Augenzwinkern berichtete sie über ihr neues Leben in Israel, über Fremdartiges, Berührendes und Kurioses. Und aus Guten Morgen Tel Aviv ist dann eigentlich relativ nahtlos mein erstes Buch geworden. Mit dem gleichen Titel, Geschichten aus dem Holy Land, wo ich eigentlich so ein bisschen in Kolumnen von dem Leben in Tel Aviv erzählt habe, aus meiner Perspektive, die damals natürlich die der Neuankömmling-Perspektive war, also als Deutsche, als Europäer, der nach Tel Aviv gekommen ist und nach Israel insgesamt und sich hier erstmal ein bisschen orientieren musste, über vieles überrascht war, vieles sehr berührend fand und ja, eigentlich so ein bisschen versucht habe, Israel mal mit einem lustigeren Auge zu betrachten, als das sonst in Deutschland passiert. An das Leben in Tel Aviv musste sich Katharina Höftmann erst mal gewöhnen. Frisch nach Israel gezogen, gab es so einiges, das sie extrem herausforderte. Und es ist so ein bisschen eine Krux, weil Tel Aviv natürlich sehr europäisch daherkommt und es gibt irgendwie 1000 Cafés und Bars und junge Leute und die Leute sehen auch im Prinzip so aus, wie man es aus Berlin kennt. Das ist ja nicht so ein wahnsinnig großer Unterschied und es ist aber kulturell eben doch ein Riesenunterschied. Also die Israelis sind extrem direkt, extrem, man könnte fast sagen, unfreundlich. Ich glaube, wenn man länger hier ist, erkennt man, dass es einfach eine Art der Ehrlichkeit ist, die man so aus wenig anderen Orten kennt. Man ist doch im Nahen Osten und natürlich in einer abgespeckten Version, aber es ist der Nahe Osten und da musste ich erstmal irgendwie mit klarkommen. Bin aber hier, als ich nach Israel gekommen bin, dann doch an meine Grenzen gestoßen, weil hier alles noch viel, viel lauter ist, als ich es irgendwie auch nur mir in meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können. In den Büchern liefern sich die Figuren heiße politische Diskussionen. In den Augen von Katharina Höftmann, mittlerweile Mutter von 2 Söhnen, macht genau das den Alltag in Israel aus. Also wenn ich natürlich über israelische Politik schreibe, dann ist das immer, weil es wichtig ist für die Geschichte, weil es aber auch wichtig ist, um zu verstehen, wie Menschen hier leben. Ich glaube, dass Israelis extrem politisch interessiert sind. Es wird wahnsinnig viel diskutiert. Also wenn du eine Familie hast von 4 Personen, die sind hier nie so klein, aber sagen wir nur mal, eine Familie von 4 Personen, dann hast du 4 verschiedene Meinungen und wahrscheinlich wählen alle 4 eine andere Partei. Und das, finde ich, muss irgendwo auch ein bisschen abgebildet werden natürlich in den Geschichten. Also es ist einfach eine sehr komplexe politische Situation, in der man hier lebt. Und deswegen, das fließt in den Alltag ein, ob man will oder nicht. Im Moment arbeitet sie an anderen Projekten wie Büchern, die an der Ostsee spielen. Aber Fans dürfen auf ein neues Buch mit Kommissar Asaf Rosenthal hoffen.
Ich merke langsam, wie sich die Geschichten, die israelischen Geschichten wieder anstauen. Und ich glaube, das muss bald mal wieder raus. Also ich denke, irgendeins der nächsten Bücher wird mal wieder ein Israel-Thema drin haben müssen. Also auserzählt ist das Leben von Asaf Rosenthal und die Kriminalfälle in Tel Aviv sind die bestimmt noch nicht. Katharina Höftmann lebt nicht weit entfernt von einem der größten Drogenumschlagplätze in Tel Aviv. Aber der Drogenladen, den wir Ihnen jetzt vorstellen, ist kein Fall für die Kriminalpolizei. Wer hier Cannabis kauft, kommt mit einem Rezept und einer Genehmigung. Was die medizinische Nutzung von Cannabis angeht, ist Israel eines der führenden Länder der Welt. Ein kleiner Laden mitten in Tel Aviv, bewacht vom Sicherheitsdienst. Das hier ist keine gewöhnliche Apotheke, sondern die legale Ausgabestelle für medizinisches Cannabis der Firma Tikkun Olam, zu Deutsch Heilung der Welt. In dem Raum herrscht ein strenger Marihuana-Geruch. Kranke kommen hierher, um gegen Rezept und Personalausweis ihre Ration Cannabis für den Monat zu kaufen. Zur Inhalation, als Kapseln oder Öl. Wir bedienen derzeit ungefähr 8000 Patienten und wir versorgen sie mit einer breiten Vielfalt. Wir haben zwischen 16 und 19 verschiedene Sorten. Aus diesen Pflanzensorten machen wir Kapseln und Öle, die bei Behandlungen genutzt werden. Wir bieten hier medizinische Cannabis-Behandlungen und Beratungen in der Klinik durch unsere Krankenpfleger. Wir sind sehr stolz auf das, was hier geschieht. In Israel ist der medizinische Gebrauch von Cannabis seit Jahrzehnten erlaubt. Das Land gilt weltweit als sehr fortgeschritten in der Erforschung von medizinisch nutzbarem Cannabis. Hier hat man die Wirkung der Pflanze längst erkannt. My mother, diagnosed with cancer. Bei meiner Mutter wurde Krebs diagnostiziert. Sie erhielt eine Chemotherapie und dazu hat ihr Onkologe empfohlen, Cannabis zu nehmen und sie hat eine Genehmigung erhalten. Nachdem wir hier alle Instruktionen bekommen haben, habe ich erlebt, wie ihr Cannabis hilft. Dann habe ich gesagt, genau das will ich machen, da will ich arbeiten. Cannabis verändert die Lebensqualität der Patienten und verbessert ihren Zustand. Es lindert ihre Schmerzen und Symptome. In Israel wird Cannabis für die Behandlung einer ganzen Reihe von Krankheiten eingesetzt, etwa Epilepsie, Parkinson, Krebs oder posttraumatischen Belastungsstörungen. Heilen können die Drogen diese Krankheiten nicht, aber die Symptome deutlich lindern. Cannabis enthält zwei wesentliche Wirkstoffe, das THC, das den Rauschzustand bewirkt, und Cannabidiol, kurz CBD. Es ist ungiftig und entzündungshemmend. In Nordisrael gibt es Felder und Treibhäuser, die von Tikkun Olam betrieben werden. Dort haben Forscher eine Cannabisart fast ohne THC gezüchtet, die wenig bewusstseinsverändernd wirken soll. Das alles unter Überwachung und Kontrolle des Gesundheitsministeriums. Es gibt noch vieles, was wir über die Pflanze lernen können. Vieles wissen wir noch nicht. Diese Pflanze setzt sich aus 400 verschiedenen Stoffen zusammen. Es gibt noch viele Komponenten, die wir noch herausfinden müssen. Wir werden uns noch tiefer in die Materie einarbeiten und definitiv mehr interessante Verbindungen entdecken zwischen den Komponenten und den Symptomen der Patienten. Das bedeutet, das könnte die nächste personalisierte Medizin werden. Die Pharmaindustrie hingegen hat wenig Interesse, dass sich Cannabis als Medikament durchsetzt. Man kann eine Pflanze nicht patentieren lassen und dazu ist Cannabis extrem billig. Ärzte können das Medikament zwar nicht verschreiben, aber eine Empfehlung ausstellen. Das Gesundheitsministerium entscheidet und stellt eine Genehmigung aus. Dann kommen die Patienten zu Tikkun Olam, wo sie ein Beratungsgespräch für die optimale Behandlung führen. Im Anschluss erhalten sie unter strengster Beobachtung eine erste Portion Cannabis. Und wir erleben keine Nebenwirkungen. Wir bringen ihnen bei, wie man Cannabis richtig benutzt. Danach können sie zu unserem Verteilzentrum und das Cannabis kaufen. Wir haben auch ungefähr 300 Kinder, die Cannabis nehmen. Das sind Kinder mit Krebs, epileptische Kinder und autistische Kinder. Die meisten von ihnen verwenden das Öl.
Wir haben auch ein spezielles Öl für Kinder, das viel CBD und ein Minimum an THC enthält. Cannabis ohne psychoaktive Wirkung. Dass Cannabis wirkt, kann man hier erleben. Isaac Knaff verdankt den Produkten von Tikkun Olam viel. Der 79-jährige Parkinson-Patient bekommt im Altenheim Cannabis zum Inhalieren. Ich hatte unglaubliche Schmerzen, bevor ich damit angefangen habe. Keine Tablette konnte mir helfen. Dann habe ich angefangen, Cannabis zu nehmen. Jetzt geht es mir besser. Ich habe weniger Schmerzen. Das ist das Wichtigste für mich, denn ich hatte Angst, dauerhaft ans Bett gefesselt zu sein. Das war für ihn das größte Wunder. Gleich nach dem ersten Cannabiskonsum konnte der Parkinson-Patient wieder gehen. Zuvor war daran monatelang nicht zu denken. In Israel bekommen Patienten derzeit nur dann Cannabis verschrieben, wenn ihnen ansonsten alle normalen Arzneimittel nicht ausreichend helfen können. Ein Fehler finden die Mitarbeiter von Tikkun Olam. Sie kämpfen dafür, dass Patienten in der Lage sind, schon früher Cannabis auszuprobieren, um ihr Leiden zu lindern. Und es sind Geschichten wie die von Isaac Knaff, die ihnen die Motivation und die Kraft geben, weiter zu kämpfen. Nirgendwo im Neuen Testament wird das Thema Israel so eingehend behandelt wie im Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 9 bis 11. Diesen Kapiteln widmet der Jerusalemer Theologe Johannes Gerloff eine ganze Reihe biblischer Impulse. Wir beginnen heute mit dem ersten Teil. Es geht um die persönliche Berufung durch den Allmächtigen. Ein Thema, das jeden Christen betrifft. Es war vor fast 30 Jahren, meine Frau und ich hatten beide Theologie studiert und wir standen vor der Frage, was nun? Und eigentlich hatten wir uns vorbereitet auf einen Gemeindedienst in Deutschland oder in Tschechien. Christa, meine Frau, ist aus Tschechien. Die Alternative wäre gewesen, an einer Bibelschule zu unterrichten oder gar an die Universität zu gehen. Und dann stand noch Tansania zur Auswahl, weil wir da Freunde hatten und die gesagt haben, wir brauchen Leute, die bei uns die Lehrer ausbilden. Also eigentlich war das so ein ganz typisches Setup für uns, dass man sich vorbereitet hat auf einen Dienst in der Kirche, in Gemeinde, in Mission. Und ich habe das Ganze etwas kompliziert gemacht in diesem ganzen Prozess, ich habe mich nämlich gefragt, wie war das und wie ist das, wenn Gott Menschen beruft? Ist das so wie heute, dass ich meine Gaben entdecke, dass ich eine Ausbildung mache und dann mich um eine Pfarrstelle bewerbe oder eine Gemeinde aufbaue oder zu einer Gemeinde gehe und sage, bitte sendet mich aus nach Afrika, gebt mir auch das Geld dazu oder helft mir, einen Freundeskreis aufzubauen? Ich habe in die Bibel reingeguckt und in Apostelgeschichte 13, da haben wir den Apostel Paulus und den Barnabas in der Gemeinde in Antiochien. Das war Jahre, nachdem Paulus dieses Damaskus-Erlebnis hatte. Und dann heißt es, dass der Heilige Geist zur Gemeinde in Antiochien sprach, sendet mir aus den Paulus und den Barnabas zu dem Dienst, zu dem ich ihn berufen habe. Und für uns damals war es so, ich habe gesagt, Herr, ich möchte irgendwo diesen Ruf sehen, hören. Ich möchte wissen, wo du mich haben möchtest. Und der Ruf kam nicht. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass der Heilige Geist damals nicht gesprochen hat oder dass die Gemeinde nicht gehört hat, aber es kam einfach nichts von außen. Das war eine ziemlich spannende, spannungsgeladene Zeit für uns als Familie. Und dann kam ein Ruf in eine ganz andere Richtung, und zwar nach Israel. Und für mich ist dadurch die Frage aufgetaucht, was soll das Ganze mit Israel? Ich war ein paar Jahre zuvor, direkt nach dem Abitur, einige Zeit hier in Israel als Volontär mit Holocaust-Überlebenden tätig. Und das war klar, als Deutscher, ich habe eine besondere Verantwortung gespürt für
das ganze Thema der deutschen Vergangenheit, der deutsch-jüdischen Vergangenheit, all des Furchtbaren, was wir als Deutsche am jüdischen Volk getan haben. Aber sollte das meine Lebensaufgabe sein? Und wir waren dann auch, das war ziemlich klar, nicht nach Israel gerufen, um das jüdische Volk anzupredigen, sondern unser Auftrag war vielmehr, den Nichtjuden zu sagen, was das alles mit Israel auf sich hat, uns über Israel zu informieren und das, was wir jetzt auch hier in dieser Sendung tun, ihnen dann zu erklären, was hier passiert und was das mit uns zu tun hat. Der Bibelvers, der meiner Frau und mir damals wichtig wurde, steht in Jeremia 31, da sagt Gott, hört ihr Völker, ihr nichtjüdischen Völker, in manchen Bibelübersetzungen steht vielleicht Heiden, also das sind alle die, die nicht Israel sind, hört ihr Nichtjuden das Wort des Herrn, derjenige, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten, wie ein Hirte seine Herde hütet, wie er für sie sorgt. Warum ist dieses Thema wichtig? Und warum, das war die Frage, die mich bewegt hat damals, die uns als Ehepaar, als Familie, wir hatten dann bald ein Kind, die uns bewegt hat, warum sollte dieses Thema Israel so wichtig sein, dass wir dafür Gemeindeaufbau, Mission, Bibelschularbeit, andere zuzurüsten, in der Gemeinde, in der Kirche etwas zu tun, dass wir das alles an den Nagel hängen, um uns um Israel zu kümmern. Also nicht Israel zu missionieren, nicht Juden zu Christen zu machen, nicht das Evangelium auszubreiten, sondern ihnen, das, was wir hier auch mit dieser Sendung tun, ihnen zu erzählen, was das alles mit uns zu tun hat. Und das ist die Frage, die ich gerne mit Ihnen in dieser neuen Serie im biblischen Impuls, wo es um Römer 9 bis 11 gehen soll, besprechen möchte. Warum ist Israel so wichtig, dass es ein Thema in der Gemeinde sein muss? Um die Produktionskosten von Fokus Jerusalem decken zu können, brauchen wir Ihre Hilfe. Der gemeinnützige Verein Medienförderung Shalom Israel e.V. hat ein Spendenkonto eingerichtet. Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Wenn Ihr Herz für Israel schlägt und Sie uns unterstützen möchten, spenden Sie bitte auf dieses Konto. IBAN DE 36 66 05 01 01 01 08 23 75 53. Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum Thema Israel. Wir sind über Telefon, E-Mail und soziale Netzwerke erreichbar. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Wir verabschieden uns mit Bildern aus der kleinen jüdischen Siedlung Efrat, südlich von Jerusalem gelegen. Ihnen wünschen wir eine gesegnete Woche. Machen Sie es gut. Shalom. Und nächste Woche sehen Sie bei Fokus Jerusalem Raya Tal, ein Porträt der Siedlerin, die in deutscher Sprache bloggt.
Wölfe in Engedi, warum die Tiere ihre Scheu verlieren. Johannes Gerloffs biblischer Impuls, der Kontext des Römerbriefs.